Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Leute, ihr habt gesagt, sollen wir mal das 1 Million Abonnenten-Special von der Crew ansehen. Also indirekt von Montana Black irgendwie ein Abonnenten-Special. Ich weiß nicht, ob er das irgendwie mitgemacht hat, aber ich denke, das wird von der Crew zusammen gecuttet worden sein. Jeder sollte die Crew kennen. Die haben jetzt 1 Million Abonnenten geknackt. Richtiger Kevin und die Crew sind die Highlight-Kanäle von Monte. Ihr wisst, ich mag Monte sehr, sehr gerne. Ich schaue die Livestreams sehr, sehr gerne. Und ihr meintet, das ist ein cooler Zusammenschnitt. Was Lustiges und da ist ein kleines Easter Egg irgendwie drin, irgendeine Stimme ist da drin, die ich vielleicht erkenne. Ich schau rein, Leute, ich bin gespannt und freut mich aber auf jeden Fall, dass die jetzt auch 1 Million geknackt haben, Alter. Heftig. Ist einfach heftig, Mann, aber Real Talk, Leute, Dienstag, Freitag, Sonntag, Monte Time, Alter. Abends immer Livestream gönnen. Es gibt nichts Schöneres, Alter, es gibt nichts Schöneres, Leute. Wir schauen rein, let's go. Ja, wird das jetzt so emotionale Schiene hier? Huch, okay. Bin ich hier die ganze Zeit hinten selber, oder was? Ich hoffe, ihr habt gute Laune mitgebracht. Hier, oh, auf ganz entspannt, das Erste, was hier los ist, meine Hotelrechnung. Der, den gewinnt, kann ich übernehmen. Was haltet ihr davon? Ey, ist irgendwie süß. Ich weiß, ist irgendwie süß, das zu sehen. So weird. Die Jungs haben immer sehr viel Zeit reingesteckt und haben immer sehr viel. Och, Digga, sentimental. Diese Videos sind gut angekommen, viral gegangen, einige auch. Oder was ist viral? Alle haben eigentlich alle gute Klicks kassiert. Safe. Und diese Videos haben mir zu dem Erfolg, den ich heute habe, auch haben mir dazu Der Autismus-Kick auf den Beat-Drop, Alter. Ey, bisschen sentimental, Mann, krass. Mir dazu Wieso hat das 87.000 Aufrufe? Digga, die Crew, Alter, was... Lol, da hat er die entdeckt erst im Stream? Holy shit. Oha. 2017. Krass. Krass, krass, krass. Läuft bei dir. Da war ich auch kein Augendecker. What the fuck, Digga, das hatte heute Morgen, ich schwöre auf alles, 2000 Aufrufe. Digga, 2400 Abonnenten, das Video hat 87.000 Aufrufe. Da frage ich mich jetzt mal, Real Talk, warum ist das nicht in den Trends? Ach, Digga, wie süß das irgendwie ist gerade. Gestern habe ich mich noch für die 25.000 Abonnenten bedankt, heute knacken wir schon die 26.000. Einfach nur krass, scheiß aufs Geld, die Resonanz ist einfach das Geilste. Real Talk. Kann ich unterschreiben, Alter. Die ganzen, wenn man neue Abonnenten bekommt und die ganzen positiven Kommentare reinflattern und die Instagram-Nachrichten und so, man fühlt sich so, man fühlt sich nicht schön, man fühlt sich einfach wertgeschätzt, man fühlt sich dankbar irgendwie, ich weiß es nicht. Aber ich kenne das Feeling, das ist unglaublich schön. Und richtiger Kevin, werde ich die Nummern austauschen, beziehungsweise auch mich auch bei Discord mal zusammensetzen und dann kann man es mal durchsprechen. Weil ich mache kein Auge, sollen die Jungs mit dem, was sie machen... Sie stecken ja viel Arbeit in die Videos rein. Ich habe die nie gesehen, diese Aufnahmen. Das alles. Es ist immer noch mein Content, okay? Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist immer noch mein Content, okay? Oh, die alten Subscriber-Sounds, Bruder. Das ist schön. Hier nochmal für alle. Richtiger Kevin und ich haben die Erlaubnis, aber da muss die Videos irgendwo zu produzieren. Abgestimmt sein. Und leider geht es einfach nicht, dass ich es mit jedem abstimme. So, ich habe schon mehrfach gesagt, die einzige Erlaubnis, diesen Content hochzuladen, sind die Crew und richtiger Kevin. Real Talk. 500 Tage nach dem ersten Upload. 100.000 Abonnenten, Bruder. Krass. Boah. Ich habe echt Gänsehaut. Legit irgendwie. Krass, Mann. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Das ist Better Call Saul, Digga. Oder? Lol. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Vor fast 3 Jahren hat das Projekt Die Crew begonnen. Digga, das ist einfach Saul fucking Goodman. Krass. Boah, dass er die Stimme bekommen hat. Ich hoffe, dass Monte das nicht weiß und dass Monte eine Reaktion darauf macht und dass er sich dann freut. Boah, da kriege ich echt Gänsehaut bei. Für jeden, der Breaking Bad und Better Call Saul geguckt hat, der würde es jetzt fühlen. Holy shit. Vor fast 3 Jahren hat das Projekt Die Crew begonnen. Ein kleiner Butchie, der sich an Best-Offs versucht hat. Butchie, Alter, so ein schönes Wort. Wer kann sich noch an die damaligen Mario Kart-Zeiten erinnern? Ja, Mann. 1-Stunden-Folge. Legendär, würde ich behaupten. Oh, mein
legendärer ist die gesamte Entwicklung von Die Crew. Lasst mich euch die Story erzählen. Digga, mit der Stimme ist es schon babamäßig. Mit der Stimme ist es schon krass irgendwie. Das erste Video erschien am 7.3.2017. Oh, nee, Digga. Es handelte sich um ein reines Spaßprojekt ohne finanziellen Hintergedanken. Ich wollte einfach nur lernen, wie man Videos schneidet. Natürlich waren die ersten Videos schlecht. Same, ist immer so, Bruder. Scheiß drauf. Sonntags und montags versuchte ich, ein gescheites Video zusammenzuschneiden. Am Dienstag folgte dann immer der Upload. Es vergingen einige Wochen, das Cutten der Videos begeisterte mich immer mehr und ich wollte mehr schneiden. Das fühle ich, Mann. Ich entdeckte Montes Twitch-Kanal. Twitch war mir vorher nie ein Begriff. Ich habe mich ehrlich gesagt wie ein ahnungsloser Rentner gefühlt, der so gerade das Internet entdeckt. So viele legendäre Szenen hier drin einfach schon. Das ist schön, Alter. Das ist ein schöner Flashback auch für mich. Tat. Monte war auch der erste Livestreamer. Na, wobei, nee, ich habe angefangen mit Ungespielt. Aber nach Ungespielt, 2014 habe ich Ungespielt angefangen, Livestream zu gucken. Danach war Monte der erste, den ich denn verfolgt habe. Monte war mir schon in seinen Videos sympathisch. Man kann sich unterhalten, Kappa. Aber auch in seinen Streams wirkte er sehr authentisch. Es gab so viele lustige Szenen, die die meisten Zuschauer auf YouTube niemals sehen werden. Retalk. Als Monte damals Mario Kart mit einer Legende. Perücke und 80er Musik gespielt hat, wusste ich, dass solche Momente auf YouTube festgehalten werden müssen. So ist die Idee der Montana... Das war wirklich ein Legendenstream. Blackstream Highlights entstanden. Ach, Digga, schön, das ist schön einfach. Dieses Gesicht ist schön. Das erste Video, das richtig viral ging, war das Video vom 1.8.2017. Krass. Monte reagierte auf ein... Das war zwei Wochen, bevor ich mein erstes YouTube-Video hochgeladen habe auf diesem Kanal. Crazy. Ein Song von Marcel Scorpion. Über 200.000 Aufrufe. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir gerade mal 10.000 Abonnenten. Oha. Monte zeigte sich auch äußerst überrascht, wie viele tatsächlich dieses Video angeklickt haben. Er kritisierte in einem seiner Streams, wieso unser Video nicht in den YouTube-Trends gelandet ist. Real Talk. Ich erinnere mich noch genau daran, als wäre es gestern gewesen. Ich habe mit Kollegen Black Ops 2 gezockt. Boah, Digga, mit dieser Stimme ist wirklich ein anderes Feeling, was da aufkommt. Also es tut mir leid an jeden, der es nicht fühlt. Ich weiß, der hat noch viele andere Rollen gesprochen, aber jeder, der Breaking Bad nicht geguckt hat, hat sowieso was falsch gemacht, ja. Aber jeder, der das nicht geguckt hat, der kann es nicht so fühlen wie ich gerade. Das ist einfach anderes Feeling mit der Stimme. Monte hat einfach über mich, die Crew, live im Stream geredet. Ja, Mann. Ein unbeschreibliches Gefühl. Safe. Mehrmals die Woche kamen Stream-Highlights, Real-Talks und Reaktionen. Die Abonnentenanzahl wuchs immer weiter. Als Schüler solch einen Kanal alleine zu leiten, erschien mir selbst mehr als unmöglich. Ich brauchte Verstärkung. Die Crew sind zwei Leute, wissen glaube ich auch nicht so viele. Ein Team. Mit der Zeit entstand dieses zuverlässige und sympathische Team aus uns Butchies. Teilweise saßen wir bis 3 oder 4 Uhr in der Nacht an den Videos. Krank. Monte lud sogar 2 Call of Duty World War II Stream-Highlight-Videos von uns bei sich hoch. Der nächste Traum ging in Erfüllung. Nicht nur ein Upload bei Spontana Black, sondern direkt 2. Oh. Es verging einige Zeit und viele kopierten unsere Stream-Highlight-Idee. Monte musste eine Entscheidung treffen. Monte war auch so mit der Erste, der es denn, so wie es jetzt halt, was gleich passieren wird, schätze ich mal, gesagt hat, okay, ihr dürft es hochladen, ihr habt die Erlaubnis, alles andere ist nicht erlaubt, wir machen irgendwie 50-50, ich glaube, Monte macht sogar 60-40. Und jetzt hat ja so gut wie jeder Livestreamer hat einen Highlight-Kanal, Trimax, Revi, Simon hat irgendwie 8 Highlight-Kanäle gefüllt, genauso wie Insko hat auch 20 Highlight-Kanäle. Unsympathisch jeder. Es gehört dazu einfach. Und Monte war der Erste, der es richtig gemacht hat von Anfang an, sag ich mal. Wer darf Livestream-Content von Montana Black verwenden und wer nicht? Die Stimme ist anders gut gewählt. Dankbarerweise gehörten wir zu denen, die diese Exklusivrechte erhalten haben.
Ich durfte einfach mit Monte auf seinem Discord-Server reden. Bruder. Ich war sehr nervös, aber natürlich wollte ich mir das nicht anmerken lassen. Kenn ich dich. Das war bei mir das erste Mal auch, als ich als kleiner Scheiß-YouTuber mit 10.000 Abos, was schon viel ist, keine Sorge, ja, was schon viel ist, ich hatte 7.000 oder so, von Julian Bam eingeladen wurde in die Bam School. Genau das gleiche Feeling. Er hat meine Videos gefeiert, so. Ich war Fan damals noch, hab mich so aufgeregt gefühlt, Digga. Wollte es mir nicht anmerken lassen, hab gefühlt dann kein richtiges Wort rausbekommen. Ich kenne das Feeling zu gut, Bruder. Wir von Die Crew haben Monte so viel zu verdanken. Sogar Montana Black Stories, Alter. Man kann es einfach nicht in Worte fassen. Danke für diese einmalige Chance. Ja, süß. Das ist einfach durch süß. Montes Erlaubnis wurde regelrecht ein Trend gesetzt. Ja, Mann. Auf einmal hat jeder Livestreamer auf diversen Kanälen Stream-Highlights hochgeladen. Ja. Wir waren einfach einer der ersten Kanäle, die Stream-Highlights im deutschsprachigen Raum etabliert haben. Ich muss einfach sagen, klingt vielleicht eingebildet, ist aber eigentlich, glaube ich, so. Ich finde es echt lustig, was wir eigentlich auf YouTube auch für einen Trend gesetzt haben. Mit diesen Videos hochladen, mit der Crew Safe. Und richtiger Kevin, Digga. Die haben angefangen, klar gab es auch schon vorher, aber nicht so erfolgreich. Die Videos liefen auf einmal voll heftig. Und auf einmal sind so viele Best of ApoE Monte. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen ohne Livestream-Highlights, richtig? Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Der aller echte Best of Ich bin's Tim-Kanäle entstanden, Digga. Und jeder wollte auf einmal Kanäle machen von YouTubern mit den Safe. Highlights, Digga. Wir dachten, es könnte nicht mehr besser werden. Aber der Hype um Monte und den Kanal wuchs immer weiter. Immer noch, Digga, immer Am noch. Am 1.6.2018 konnte Monte sich die deutsche Twitch Nummer 1 nennen. Ihr seht gerade den größten Streamer. Da war ich dabei im Streamlive, Einfach unfassbar. Doch es ging noch weiter. Im Sommer 2018 hatte ich die Gelegenheit, Monte, mein YouTube- und Twitch-Idol, auf der Gamescom zu treffen. Ehre. Es war wirklich ein sehr besonderes Erlebnis für mich. Auch wenn man sich nur relativ kurz unterhalten hat. Ich stand einfach vor dem Mann, der uns kleinen Butchies alles ermöglicht hat. Ehre. Den Ehre. Tag werde ich nie vergessen. Ja. Am 30. Echt ein bisschen sentimental teilweise. 8.2018 haben wir den 100.000 Silber Play Button erhalten. Unbeschreiblich. Ich konnte nicht mehr schlafen vor Freude. Wir haben für dieses anfangs kleine Projekt einfach eine Auszeichnung von YouTube erhalten, die mich immer an diese Zeit erinnern wird. Das ist heftig, das ist echt heftig. Die Reise von Die Crew ging weiter und hunderte Videos folgten. Monte kündigte sein eigenes Buch an und die Aufrufzahlen explodierten extrem. 1 Million Aufrufe waren immer krass. Und dann erreichte einfach beinahe jedes Video diese Marke. Digga, ist jetzt mittlerweile echt so gefühlt. Es war Heavy. Einfach nicht mehr zu realisieren. Der Dezember 2018 war einfach nur krank. Ich habe am 31.12. gegen 20 Uhr zu meinen Eltern gesagt, dieses Jahr kann unmöglich noch besser werden. Das oder? Wird Klicks bringen. Die Crew oder Kevin, ihr müsst eine Runde Zechen drum machen. Ich kann euch gerne mal meine Weihnachtseinnahmen zeigen. Ob es Schicksal war, dass das Montana Black zeigt seine Einnahmenvideo auf Platz 1 der Trends landet? Wer weiß. Es war das erste Mal, dass unser Kanal in den Trends Ach, Digga, Ehre. auf Platz 1 das gelandet ist. Echt Ehre. Ist. Mit dieser heftigen Überraschung ging das Jahr 2018 zu Ende. Der Januar 2019 lief so weiter, wie das Jahr 2018 endete. Wir haben in einem Monat einfach 100.000 Abonnenten gemacht. Viele Videos folgten und Montes Buch wurde veröffentlicht. Es verlief allerdings nicht immer alles so perfekt wie zuvor. Am 4. Mai 2019 haben wir einen Strike erhalten. Bruder, ich habe gerade auch einen Strike auf meinem K-Pop-Kanal, auf meinem Zweitkanal. Das Gefühl wünsche ich keinem. Bei 2, ich wüsste nicht, was ich machen würde, bei 2, Digga, nichts mehr hochladen, alle Videos löschen gefühlt. Für ein Video, welches ein Jahr alt war. Ehrenlos. Zu unserem Entsetzen verloren wir für etwa eine Woche unsere YouTube-Partnerschaft.
Wir verloren den Boden unter den Füßen. Glaube ich dir, fühle ich. Es war ein kleiner Weckruf für uns, wie vergänglich das Ganze ist. Es war ein bescheidenes Gefühl, dass irgendein Algorithmus uns so fertig machen konnte. Safe. Vor allem zu Unrecht. Zum Glück hat unser Netzwerk Grüße Klugi, Bruder. Größter Ehrenmann der Welt. Ich habe noch nie was mit ihm zu tun gehabt, aber ich höre nur das Beste über ihn. Gehen raus an Sebastian. Uns aus dieser Situation geholfen. Sebastian, falls du das siehst, Digga, ich liebe dich. Jeder liebt ihn einfach. Nach diesem doch sehr großen Rückschlag haben wir weiter durchgezogen. Die Gamescom 2019 war ebenfalls ein Highlight für uns. Wir haben dort Leon, den Cutter von Monte, getroffen. So, ich habe keine Ahnung, ob er mich hört. Ehren-Leon. Aber hier ist Leon. Lol, bei iPhone kann man ja so geil reinzoomen. So ein Dulli, Mann. Folgt mir alle mal, ne? Ich bin der Cutter von Monte und wer mir nicht folgt, der hat absolut keine Ehre. Zusätzlich bekamen wir einfach Zutritt zum YouTube-Stand. Es gab kostenloses Essen. Warum war ich da nicht, Digga? Ach, weil ich zu wenig Abonnenten hab. Ehrenlos, Digga, ja. Und Getränke. Ehrenlos. Es war schon ein heftiges Gefühl, mal alles hinter den Kulissen zu sehen. Leider war Monte nicht da. Ey, ich dachte für eine Sekunde, Bruder, dass ich der Typ hier bin. Real Talk, der sieht ein bisschen aus wie ich. Mal alles hinter den Kulissen zu sehen. Ich war kurz schockiert. Der sieht ein bisschen aus wie ich, aber nee. Wäre heavy gewesen, wenn ich mich da jetzt gespottet hätte. Leider war Monte nicht da. Einer der absoluten Höhepunkte im Jahr 2019 war die Einladung nach Hamburg in die Firma. Der Trip nach Buxtehude. Stimmt, die haben sich einmal alle in der Get On My Level GmbH und KKG getroffen, in einem neuen Bürogebäude. Bude Hamburg war sehr spontan, aber doch sehr geil. Ich fahre jetzt in die Firma, heute fällt Bundesliga leider aus. Da ich Termin habe oder mich mit ein paar Jungs treffe. Und zwar treffe ich mich heute mit dem Chef, in Anführungszeichen, von der Crew und mit dem Chef von Richtiger Kevin. Den von der Crew kenne ich schon, Richtiger Kevin habe ich noch nicht kennengelernt, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, da fahren wir jetzt hin. Ach, scheiß drauf, schmeiß einfach rein, die Kacke. Was ist das für ein Schmutzauto hier unten? Direkt mal in eine Delle reintreten. Auch dort hatten wir Einblicke hinter die Kulissen. Es war entspannt, dass ich alle mal persönlich kennengelernt habe. Safe, Digga. Es war einfach ein unbeschreiblich gutes Gefühl, dort zu sein. Vor fast 3 Jahren, als die Reise begonnen hat, war das alles keineswegs vorstellbar. Es ist einfach krank, was für Dimensionen das Ganze angenommen hat. Wir betreiben ja nicht nur den Kanal Die Crew, sondern noch Die Crew Plays mit den Clips, die Instagram-Seite, die Crew Plays und Montana Black Stories. Das sind die 3 Kanäle plus die Instagram-Seite. Sondern wir leiten ebenfalls Montana Black Stories und die Crew Plays sowohl auf YouTube als auch auf Instagram. Digga, ich habe alle aufgezählt, ich möchte einen Ehren-Award haben. Ab und zu kommen also 4 Videos täglich online, die von uns produziert werden. Wenn jemand über Monte informiert ist, dann sind wir es. Zudem ist es krass, was die Crew sich für einen Namen gemacht hat. Wir lehnen uns mal aus dem Fenster und behaupten, wer Monte kennt, hat von uns schon mal gehört. Ja. Das ist zugegeben. Das ein heftiges Gefühl. Jetzt stehen wir an dem Punkt, dass wir 1 Million Abonnenten erreicht haben. Es ist unbeschreiblich, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Wir können uns nicht oft genug bei Monte und natürlich bei euch bedanken. Ach, der Beat, Digga. Ein scheinbar unerreichbar Genozid, so ein schönes Lied. Traum ging in Erfüllung. Och, Ehre, das war ein schönes Video, Mann. Danke an die Leute, die mir das geschickt haben. Das war ein schönes Video, sich anzusehen, Alter. Das war echt ein schönes Video, Mann. Holy shit. Na, wer kennt die Stimme? Natürlich Saul Goodman, Leute. Wer sie nicht erkannt hat, ab. Leute, was soll ich sagen? Man kommt zu einem kleinen großen Mini-Fazit. Ja, ich bin einfach stolz, sowas miterleben zu dürfen, weil es einfach eine schöne Geschichte ist, Mann. Die haben hart gearbeitet. Manche sagen immer, ach, ist ja nur runterladen, hochladen. Das Schneiden ist bei allen Sachen das Aufwendigste.
Das Schneiden ist bei allen Sachen das Aufwendigste. Egal ob bei Filmen, bei Serien, bei YouTube. Schneiden ist immer der Abfuck, Digga. Schneiden ist Hölle. Und das ist das, was die machen, ja. Und die Highlights sind teilweise einen Tag später online. Das ist einfach krank, ja. Wenn das Stream um 3, 4 Uhr nachts manchmal zu Ende ist, einen Tag später sind die Highlights online. Das ist krass, Mann. Deswegen, meinen größten Respekt an die. Ich, wie gesagt, schaue die Videos auch sehr, sehr gerne. War ein schönes Video, Mann. Ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns bei einem weiteren. Auf einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh natürlich. So wie immer und ciao.